Also wir haben sehr viele begeisterte Kinder. Wir waren innerhalb von 2 Tagen fast komplett ausgebucht. In der zweiten Geschichte, die es jetzt in bewegter Form gibt, machen sich die Mäuse auf eine gefährliche Zeitreise. Miri, ja, wir sehen es im Hintergrund, das Kinderfilmcasting läuft für den großen Forster Kinderfilm, den ersten sozusagen mit den Bademäuseln. Du bist sozusagen ein bisschen die Film- und Projektleiterin des Ganzen. Wie läuft es denn? Gestern war Cottbus, heute Forst. Sind die Kids voll am Start? Ja, unbedingt. Also wir haben sehr viele begeisterte Kinder. Wir waren innerhalb von 2 Tagen fast komplett ausgebucht mit den Bewerbern. Und selbst als dann ein paar krankheitsbedingt absagen mussten, haben wir sehr, sehr schnell Nachrückplätze noch aufgefüllt und wir haben noch eine Warteliste gehabt. Ein paar Kinder sind jetzt sogar im Online-Casting noch mit dabei und wir sind gespannt, was bis heute Abend noch alles an Bewerbungen eintrudelt. Und dann werden wir am Wochenende gucken, wer jetzt unser Carlo und wer unsere Paulina wird. Mehr Mädchen, mehr Jungen dabei? Deutlich mehr Mädchen. Also wir haben es so ein bisschen erwartet. In dem Alter ist ja auch so Theaterbegeisterung vielleicht eher auf Mädchenseite. Aber auch die Jungs haben sich nicht lumpen lassen. Also was da sprachlich schon kam, da waren wir teilweise schon sehr begeistert. Wer es noch nicht kennt, für welche Figuren sucht ihr denn eigentlich diese Kinderstimmen? Ja, für Paulina und Carlo. Und das sind die beiden Bademäusel vom Kinderbuchautor Enrico Schnick. Der hatte da vor ein paar Jahren schon das erste Kinderbuch zu den beiden rausgebracht. Er kommt aus Bademäusel bei Forst und hat sich immer schon gedacht, dass Bademäusel doch klingt wie 2 süße kleine Mäuse auf Abenteuerreise. Und im ersten Buch haben sie in Forst den Rosengarten erkundet und jetzt in der zweiten Geschichte, die es jetzt in bewegter Form gibt, machen sich die Mäuse auf eine gefährliche Zeitreise, allerdings unabsichtlich, und müssen den Weg zurück in ihre Heimat finden. Und ich will noch nicht verraten, ob sie es schaffen, aber sie erleben ganz aufregende Dinge im Forst des Jahres 1748. Und wer aufgepasst hat im Geschichtsunterricht, wenn das denn hier regional aus Geschichtsunterricht durchgenommen werden sollte, der weiß, dass in Forst 1748 ein großer Brand stattgefunden hat und dass die meisten Häuser zerstört wurden damals. Ja, und danach hat im Grunde die Industrialisierung her eingesetzt und unter der Leitung von Graf von Brühl wurde die Stadt als Tuchfabrikationsmetropole wieder aufgebaut und hat so eine richtig goldene Zeit erlebt. Alles andere wird es dann zu erleben geben auf jeden Fall. Genau. Worauf achtet ihr jetzt bei der Auswahl dann der Kinderstimmen? Also wie wird der Sieger dann gekürt? Naja, also wir haben viele Kandidaten, die echt gut lesen können auch, ne? Aber es geht auch darum, dass gespielt wird. Also wenn nur abgelesen wird, dann bleibt die Figur farblos. Und an der Stelle geht es darum, dass die Kinder mitfiebern, dass sie Aufregung erleben, dass sie Angst haben, wenn sie die lauten Schritte von dem Grafen, von dem Löwen hören oder wenn die Lokomotive, dann, jetzt habe ich mich fast verplappert, ne? Doch die Schwarze Jule, kann man sagen, ne? Die Forster Stadteisenbahn dann plötzlich abhebt und auf Zeitreise geht, die dreht sich nämlich wie wild im Kreis. Und die Kinder, die so laut schreien können, wie wenn sie in der Achterbahn sitzen, die sind dann auf jeden Fall heiße Kandidaten für die Rolle. Aber auch so, die leisen Töne waren wichtig. Und wir haben tatsächlich schon ein paar Kandidaten, die es echt gut gemacht haben. Und wir sind gespannt, wer jetzt noch alles kommt. Wir auch. Dann noch die letzte Frage Richtung Zukunft. Es gab ja auch eine Crowdfunding-Aktion auf jeden Fall, um das ganze Projekt möglich zu machen. Wie schwierig ist es denn tatsächlich, einen Animationsfilm zu erstellen? Das hängt immer vom Thema, von der Teamgröße ab und von der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Die Teamgröße und wird ein Stück weit definiert auch durch das Geld, was zur Verfügung steht. Sowas braucht ein relativ gefühlt großes Budget. Aber wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, wer da wirklich alles mitarbeiten muss und welcher Aufwand das ist. Wir haben jetzt auch zum Beispiel letzte Nacht noch lang drüber diskutiert, wo jetzt welche Linie entlang wandern muss, dass die Maus in der Lage ist, zum Beispiel den Kopf richtig zu heben, ohne dass es aussieht, als ob sich ihr Kinn verzerrt. Das sind all diese Zeiten, die man nachher nur sieht, wenn sie nicht gemacht wurden. Ja, also wenn einem Dinge auffallen, die komisch erscheinen, das sind dann die Zeiten, die man nicht investiert hat in den Film.